Spinnenseide nehme ich auch mal mit. Einfach nur, falls wir es im neuen Lager brauchen. Also ich nehme jetzt die Sachen so mit, dass wir eventuell da ein neues Lager anfangen. Das heißt, wir nehmen auch mal die Hälfte von dem Fleisch hier mit. Und wir nehmen das ganze Gold mit. Wir werden so oder so hierhin zurückkommen müssen. Oh, ich wollte das Ding verforschen. 70. 150. Oh, 80 Punkte sind okay. Aber die Amulette behalte ich, wie gesagt. So, jetzt haben wir fast keinen Platz im Inventar. Aber wir müssten genug Sachen dabei haben, um ein neues Lager zu gründen. Und wir müssen jetzt wirklich gut genug vorbereitet sein. Wir können uns ja wieder ein paar Schweine einpacken, die ja Gott sei Dank respawnen. Und genug Fleisch dafür hätten wir auch. Also füttern wir die Schweine kurz an. Vielleicht nicht alle, weil es zu lange dauert. Aber wenigstens so zwei, drei von denen. Dass sie dann die Tentakel ablenken können. So, nicht in den Baum hängen bleiben. Wir wollen genau hier lang. Ja, dass diese eine Insel mit dem Sumpf so eine Blockade ist, hätte ich echt nicht gedacht. Also ja, die Tentakel sind fies. Aber so fies, dass sie direkt unter einem spawnen und sofort angreifen können, das finde ich irgendwie... Naja, ich wollte Herausforderungen haben, jetzt habe ich eine bekommen. Ist okay so. Da ist der Schweinekönig. Aber Moment mal, wenn die Schweine respawnen, wahrscheinlich aus den Hütten, heißt das doch, wir können einfach eine Hütte irgendwo hinpflanzen, haben dann unsere Schweine. Also ewig viele Schweine. Und wenn es nur ein Schwein ist, das immer spawnt, können wir das doch ganz schnell einfach umbringen. Huh. Wozu eine Farm, wenn man Schweine haben kann? Das könnten wir bei Zeit nochmal testen. Einfach eine Hütte hinsetzen. Jedes Mal, wenn wir morgens wach werden, bringen wir das Schwein um. Verkochen das Schwein, essen das Schwein. Und am nächsten Tag ist das neue Schwein da. Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Und die sind echt langsam. Ja, ihr folgt. Ihr folgt ein wenig langsam. Aber ja, das ist eine sehr wichtige Information mit dem Fleisch. Das macht das Leben doch gleich viel einfacher. Weil so könnte man auch die ganzen Yaks töten gehen. Ohne großartig Angst zu haben, dass die einen umrennen. Oder eine ganze Spinnenfarm auseinandernehmen. Wenn man genug Schweine hat, warum nicht? Aber gut, weniger sabbeln. Mehr konzentrieren. Da kommt eine Tentakel. Die greifen das alle an. Ja, genau das meinte ich. Der war schon wieder viel zu nah dran. Da oben ist einer. Okay, da unten ist einer. Es könnte auch sein, dass es immer dasselbe Wesen ist, das uns verfolgt. Und dass sie nicht random einfach so aus dem Boden kommen. Komm schon, gib mir ein... Oh, keine Kröte. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ich will nur von dieser Insel runter. Gib mir bitte eine Brücke. Ich werde auch irgendwas tun dafür. Hauptsache ich krieg eine Brücke. Schnell. Oh, diese Sumpfinsel ist riesig. Da kann man auch spinnen. Ja, super. Oh. Aber irgendwie ist jetzt... Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist jetzt ruhiger geworden. Keine Tentakel mehr. Aber nee. Läuft aber doch relativ gut. Vielleicht hatte ich letztes Mal einfach echt nur Pech gehabt, dass es direkt unter mir gespawnt ist oder dass ich irgendwas übersehen habe. Und ja, runter hier. Runter, 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 runter. Mann, 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 ist die riesig. Die ist hier... Gut, na okay, ist ein Ticken kleiner als unsere Farminsel. Aber ja, das hätten wir geschafft. So, jetzt nur Daumen drücken, dass am Ende dieser Brücke nicht noch eine Sumpfinsel ist. Das wäre einfach nur zu fies. Nein, grün ist schon mal sehr gut und Gras, ja. Das könnte eine Kanincheninsel sein. Also, wenn es diese Kategorien wirklich gibt. Und Flint einfach so auf dem Boden, ja, sehr schön. Okay. Bienen. Oh, sehr schön. Damit können wir dann auch mal ein bisschen rumspielen. Da weiß ich noch nicht wirklich, wie das funktioniert. Aber ich denke, da werden wir erstmal was erforschen müssen. So, wir sollten irgendwo... Da geht's schon weiter. Oh, das ist eine sehr kleine Insel. Na gut.
Ich laufe mal ganz kurz noch zu Ende rum. Dann stelle ich irgendwo ein großes Lagerfeuer auf. Am besten taktisch schon so, dass wir das dann auch permanent nutzen können. Oh, ist die Insel klein. Aber Flint. Flint. Und Gras, sehr schön. Ja, also irgendwo das Lagerfeuer hin. Schnell Holz hacken, ein bisschen was zu feuern. Wir haben nicht so viel Brennmaterial dabei. Und wieder nur ein Ausgang. Das ist jetzt ärgerlich. Aber na gut, wir bauen einfach mal hier oben das Lagerfeuer hin. So. Dann lasse ich das Gold mal einfach hier liegen. Wir rennen zum nächsten Baum, bauen uns schnell eine Axt. So. Ach, zu klein. Komm schon. Papa braucht Holz. Holz. So. Nein, nicht. Komm schon. Dich hätten wir gerne. Und dich. Und dich. Und so, es reicht. So. Alles Holz da rein. 1, 2, 3, 4, 5. So. Geschafft. Hua. Erstmal essen. Also es haben zwar ein paar Schweine hier leben lassen müssen, aber wir haben es durch den Sumpf geschafft. Haben jetzt Basislager Nummer 1, 2, 3, 4, Nummer 5 aufgeschlagen auf der Bieneninsel. Taufe ich die Insel einfach mal. Und hier gibt es Gras. Zwar leider keine Jacks, aber man kann ja nicht alles haben. Und wir können halt gucken, was wir mit den Dingern anstellen können. So, aber erstmal jetzt Nacht. Und er speichert nicht ab vom Übergang zum Abend zur Nacht. Das ist schade. Ich würde mich eigentlich ganz gerne einen Kart machen, um einen Kaffee zu trinken. Na gut. Was können wir jetzt noch anstellen? Wir können noch die Samen verkochen. Wir können vielleicht ein Forschungsdingens bauen. Nein, fehlen 3 Steine und 4 Holz. Ja. Ja, Steine haben wir leider keine gefunden. Aber dafür haben wir inzwischen wieder 5 Flintstone, obwohl wir eine Axt gebaut haben. Und die 20% zusammen müssten eigentlich reichen, um so einen Steinbrocken auseinanderzunehmen. Das Fleisch brauchen wir eigentlich nur für Schweine. Ich muss echt mal gucken, ob wir den Hammer nicht schnell bauen können. Also nicht jetzt, das weiß ich, aber später. Da würde auch ein paar Sachen hier rüberbringen, weil ich habe keine Lust, das ganze Holz zusammen zu farmen für neue 4 Kisten, die wir oben bei der Farm haben. Und auch die Farm, vielleicht kann man die ja auch abbauen. Da würden wir uns echt viel Zeit sparen. 3 Steine, 2 Seile. Hm. 2 Seile könnten wir, aber Steine. Steine finden wir echt nie. Ah, das ist so ein doof langer Weg durch den Sumpf. Das heißt, selbst wenn wir jetzt normal durchlaufen würden, würden wir es vielleicht gerade mal schaffen in der Zeit. Oder von der Zeit her dürfte es hinhauen, bis es wieder Nacht wird, ins Schweinelager zurück. Aber nicht bis zur Farm. Also wären das jetzt 4 Nächte oder so. Einfach nur, um einmal zur Farm und wieder zurückzulaufen. Und wir haben nicht besonders viel Inventarplatz. Also klar, wir könnten jetzt die Seide und Gold und Steine hier liegen lassen. Aber bisher hat es geklappt mit dem auf dem Boden liegen lassen. Außer bei Samen und anderer Nahrung. Aber ich denke mal, irgendwann wird es auch zu viel für das Programm. Ich denke nicht, dass es alles abspeichern wird. Und es wäre echt ärgerlich, wenn wir jetzt 9 Gold zum Mal verlieren würden oder die 18 Seide. Na gut, was machen wir jetzt morgen? Gras sammeln und kurz zur anderen Insel gucken. Einfach nur in der Hoffnung, dass es da Steine gibt. Oder Yaks, eins von beiden. Am besten natürlich beides, aber ja, wir wollen ja nicht gierig sein und so. Wir könnten nochmal kurz in die Mitte gucken, ob da vielleicht irgendwas Besonderes ist. Weg folgen. Den sollten wir kurz mitnehmen, sonst haben wir wieder kein Brennholz. Das hätte ich auch noch machen können, bevor wir losgehen durch den Sumpf. Die ganzen restlichen verkohlten Bäume einsacken. So, nö, in der Mitte ist nichts. Okay. Rüber zur anderen Insel. Und Daumen drücken. Also erstmal, dass es keine allzu lange Brücke wird, weil ich mag keine langen Brücken.
und dass Steine da sind und dass kein Sumpf da ist. Weil sonst müssen wir gleich wieder durch so ein Ding durch. Denn die 5 Flint werden nicht ewig halten. Außer es gibt halt hier irgendwo noch eine Abzweigung. Aber um die zu finden, müssten wir halt wieder durch den Sumpf. Ist echt ein wenig unglücklich. Und es ist eine sehr, sehr lange Brücke. Wenigstens kriegen wir ein bisschen Verpflegung. Jom. Das ist eine irre lange Brücke. Kann das sein, dass die immer länger werden? Je. Nee. Es geht halt immer um die Platzierung der Inseln. Da verbinden die Brücken das Ganze einfach, egal wie weit die weg sind. Aber eigentlich hätten die doch auch hier eine hinklatschen können. Na gut. Weniger reden, weniger auf die Karte gucken, mehr laufen. Yes! Sehr schön. Das sieht aus wie die Steininsel. Ein Schlag kaputt. Das sind 3 Schläge kaputt. So. Tada! Ja, also das ist die Insel, die ich meinte. Die hatte ich schon mal gefunden. Das war wohl eine von den wenigen Inselarten, die es gibt. Und hier ist überall Stein. Guckt euch das mal. Und das da. Das Ding ist, glaube ich, nicht aggressiv. Doch. Was zur Hölle hast du gerade gemacht? Hm. Also ja, was ich gerade sagen wollte. Die Dinger waren, glaube ich, eigentlich nicht aggressiv. Außer man klaut deren Eier. Wir haben hier irgendwo ein Nest. Genau da. Und da spawnt ab und an ein Ei drin. Das recht viele Forschungspunkte bringt. So. Aber ich sollte nicht zu viel Zeug hier einsammeln. Oh, sind hier viele von denen. Kann man die auch essen? Also es wäre wahrscheinlich Verschwendung, sie zu essen, aber man könnte vielleicht. Weil dann könnten wir einfach hier unser neues Lager aufschlagen. Und wir ernähren uns von den Eiern und hauen die Steine hier weg, um die ganzen Ressourcen zu bekommen, die wir brauchen. Na, gucken wir uns noch ein bisschen um. Mit etwas Glück, also mit richtig, richtig viel Glück, gibt es hier erstmal Gras. Genau. Und irgendwo noch Yaks. Dann hätten wir echt die perfekte Insel überhaupt gefunden. Oh, und da habe ich es gerade wieder gesehen. Also diese verdorrten Bäume verwandeln sich wirklich wieder zu jungen Bäumen. Das heißt, die Bäume verschwinden gar nicht permanent. Was schon mal auch sehr gute Nachrichten sind. Wurde aber auch schon in den Kommentaren gesagt. Nur jetzt habe ich es gerade mal live gesehen. Das ist schon mal sehr beruhigend. Und ich habe mir echt Gedanken gemacht, dass irgendwann alle Bäume einfach weggammeln. Tun sie aber anscheinend nicht. So. Keine neue Brücke bisher. Habe ich überhaupt genug Ressourcen für... Ja, habe ich. Für neue Lagerfeuer. Nicht, dass ich wieder rumwander und dann merke, oh, ich habe ja gar kein Licht und es wird ja Nacht und so. Aber ich habe nichts zum Verbrennen. Das könnte ein Problem werden. Wir sollten auf jeden Fall einen Baum suchen, auch wenn es nur ein kleiner ist. Aber wir brauchen 2 Holz für das kleine Lagerfeuer. Dann hätten wir noch ein Holz zum Verbrennen. Das reicht nicht für die Nacht. Du musst auch weg. Hier liegt Gold einfach so auf dem Boden rum. Interessante Insel. So, aber genug Bäume haben wir schon mal. Aber das eine Grasbüschel schien wirklich die Ausnahme zu sein und nicht die Regel. Was natürlich schade ist, aber man kann ja echt nicht alles haben. So, ist die Karte wieder richtig gedreht? Ja, ist sie. Wir haben 8 Holz. Wo wollen wir hier unser Basislager aufschlagen? Was zur Hölle ist das da auf der Karte? Ich würde ja eigentlich sagen in der Mitte, aber... Das ist mir zu nah an den Spinnen dran. Das da sieht irgendwie anders aus. Na egal, wir sollten weg von den Spinnen. Die Nacht bricht bald herein. Ich mache unser Lager einfach mal oben bei diesen Riesenaugen. Genau hier. So. Sehr schön. Dann wird erstmal ordentlich gegessen. Ja. Ein paar Samen und ein ordentliches Steak. 84, sehr schön. Und dann haken wir nochmal kurz, solange wir noch Licht haben. Also solange wir Fleisch und Flintstone und Stöcke haben, können wir eigentlich... Oh.
können wir ja eigentlich immer weiter Inseln erforschen. Auch wenn wir dann ziemlich weit weg sind von unserer Heimatbasis, also der Farm. Aber wir haben ja momentan nicht so wirklich Probleme, was die Ressourcen angeht. Und so können wir dann halt mit etwas Glück irgendwann die perfekte Insel finden, wo wir uns dann quasi permanent niederlassen. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt noch eine halbe Minute, bis es ganz dunkel wird. So, die ganzen Pinecones, also Tanzwaffen, kommen erstmal ins Feuer. Und noch ein, zwei Stück Holz. So. Und das Stein, den Stein können wir dann noch abbauen. Ich höre Spinnen. Warum höre ich Spinnen? Die Eier sind doch viel zu weit weg. Was machst du hier? Komm her. Ich hoffe, du warst alleine. Nein, warst du nicht. So viel zu, das Lager ist weit genug von den Spinneneiern. Also müssen wir eventuell in den nächsten Tagen die auch noch auslöschen. Eine Verbindung von hier zurück nach da oben wäre auch sehr schön, aber da sind ja keine Brücken. Aber gut, erstmal wirklich ein bisschen überlegen. Ja, also wie ich eben gesagt habe, wir könnten einfach immer weiter reisen, bis wir die perfekte Insel finden. Wir könnten aber auch mit den 19 Flintstone, die wir inzwischen haben, einfach wieder zurückgehen zu unserer Farm. Und dann erstmal in Ruhe zu Ende forschen. Und unsere ganzen Goldwerkzeuge herstellen und die bessere Forschungsmaschine und was weiß ich. Und dich habe ich gesehen. Und wenn wir dann alles erforscht haben, können wir immer noch wieder hierher zurückgehen. Also um primär zum Beispiel herauszufinden, ob mit den Riesenaugen hier irgendwas machen kann und wie man es mit dem Honig anstellt. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen sicherer und auch interessanter. Was haben wir das hier? Papyrus, um Sachen zu schreiben. Wir haben aber nichts, das Papyrus braucht, glaube ich. Also ja, ich will auf jeden Fall erstmal alles erforschen, denke ich. Und wir sollten auch endlich den Kochtopf bauen. Ja, also wir haben genug zu tun, wir müssen nicht ewig in der Gegend rumwandern. Das heißt, morgen werde ich hier alle Eier klauen. Vielleicht noch ein, zwei Steine klopfen. Und dann können wir uns zurück auf den Weg machen zur Farm. Beziehungsweise erstmal dahin, da eine Nacht schlafen und dann in Ruhe am nächsten Tag durch den Sumpf. Da sollten wir uns echt nicht scheuchen lassen. Genau, brüllende kleine Spinne. Die Sonne geht gleich auf, ja? Ja, genau, verzieh dich. Haben wir noch einen Stein da oben? Oh ja. Komisch, dass wir nur vier Steine haben. Wir haben doch schon so viel kaputt gehauen. Na gut, schon mal Pickaxe in die Hand. Aber gleich machen wir erstmal einen Cut, sobald der Morgen da ist und automatisch gespeichert wird. Denn ich will immer noch meinen Kaffee trinken. Das habe ich nicht vergessen. So, abgespeichert. Auge steht auf, Auge steht auf. Und wir gehen schlafen. Also bis gleich.